A53 ist jetzt also die erste Behauptung, die wir mit vollständiger Induktion beweisen müssen. Für alle n-Element n gilt, die Summe j, j Fakultät ist gleich n plus 1 Fakultät minus 1. Wir machen also erstmal einen Induktionsanfang. Ich schreibe es nochmal aus. Induktionsanfang. Das braucht man natürlich in der Klausur nicht hinzuschreiben. Das Institut weiß selber, was IA ist. Wir setzen also für n gleich 1 ein. Dann lautet die Behauptung, das ist also jetzt A1, was ich hier aufstelle. Die lautet, die Summe von j gleich 1 bis 1 von j mal j Fakultät ist gerade gleich 1 plus 1 Fakultät minus 1. Wir formen das äquivalent um. Für j muss ich jetzt nur 1 einsetzen. Das Summenzeichen hat also nur ein Element. 1 mal 1 Fakultät ist gerade gleich 2 Fakultät minus 1. Äquivalent 1 ist gleich 2 minus 1. Das ist eine wahre Aussage. Jetzt kommt die Induktionsvoraussetzung. Ich schreibe auch das nochmal aus. Und die Induktionsvoraussetzung ist, dass an, also an, und das ist dann genau das hier. Gelte für ein, Klammern beliebiges, n-Element n. Oder wenn wir uns die Aufgabe vorher angucken, wo wir ja auch sehen, es gelte an für ein n-Element n. Ich kann es also auch so formulieren, es gelte, aber eigentlich habe ich das ja, ist eigentlich dasselbe, was da steht. Also es gelte an für ein n-Element n und das steht eigentlich da. So, jetzt kommt als nächstes, was ich machen muss, das ist der IS. Das heißt entweder Induktionsschritt oder Induktionsschluss. Und das bedeutet, dass ich jetzt zeigen muss, er gilt auch für das nächste. Also, es ist zu zeigen, das ist der A von n plus 1. Und da habe ich dann stehen, die Summe j gleich 1, also an dem j wird nicht rumgespielt, nur an dem n wird rumgespielt. J, j Fakultät ist gerade gleich, n durch n plus 1 ersetzen. Dann steht da n plus 1 plus 1, das ist n plus 2 minus 1. Es ist zu zeigen, an plus 1 gilt dann auch. Also unter der Voraussetzung, dass an gilt, will ich zeigen, dann gilt der nächste auch. Das ist die Idee. Jetzt kann ich entweder, was hier wahrscheinlich die kürzeste Lösung ist, die linke Seite so umformen, bis die rechte Seite dasteht. Ich kann aber auch im Prinzip das mit Äquivalenzpfeilen machen. Da hier die rechte Seite besonders einfach aussieht, hier fehlt aber die Fakultät, wenn ich das richtig sehe, n plus 2 Fakultät. Ja, machen wir es ruhig aus prinzipiellen Gründen mit Äquivalenzumformung. Sehen die Professoren meistens gar nicht so gerne. Aber wie gesagt, das hat den Vorteil, wenn ich auf einer Seite mal nicht weiter weiß und aus irgendwelchen Gründen mir keine gute Idee kommt, kann ich auf der anderen Seite immer weitermachen. Für die Aufgabe hier ist es vermutlich nicht nötig. So, ich spalte jetzt das letzte Glied auf der Seite ab. Das heißt, ich zerlege das in die Reihe j gleich 1 bis n, j mal j Fakultät plus, und jetzt wird das letzte Glied abgespalten, das ist dann n plus 1 und n plus 1 Fakultät. Also j verläuft alle Zahlen von 1 bis n durch
Und dann habe ich das letzte Glied noch n plus 1 und das habe ich hingeschrieben, deswegen läuft die Reihe jetzt nur noch bis n. So, und das ist gerade gleich n plus 2 Fakultät minus 1. Jetzt setze ich ein die Induktionsvoraussetzung. Und wir haben ja gesehen, dass dieses Ding hier, dass das ist n plus 1 Fakultät minus 1 plus n plus 1 mal n plus 1 Fakultät. Und das ist gleich n plus 2 Fakultät minus 1. So, was stellen wir jetzt fest? Auf beiden Seiten fällt die minus 1 weg. Ich kann also auf beiden Seiten die plus 1 addieren. Und dann forme ich das wieder äquivalent um. N plus 1 Fakultät plus n plus 1. N plus 1 Fakultät ist gleich n plus 2 Fakultät. Jetzt liegt es natürlich nahe, das durch n plus 1 Fakultät zu teilen. Dann haben wir hier eine 1 stehen. Dann habe ich hier stehen n plus 1. Das n plus 1 Fakultät habe ich also weggekürzt. Und hier steht jetzt 1 mal 2 mal 3 mal n plus 1 mal n plus 2. Und das durch n plus 1 Fakultät gekürzt, bleibt n plus 2 über. Ja, und dann kann ich sagen, äquivalent n plus 2 ist gleich n plus 2. Und hier können wir sagen, quod erat demonstrandum. Oder wir können auch sagen, erstmal sollten wir sagen, das ist wahr. Kann man auch einfach mehr hinschreiben. So, und jetzt kommt nach Satz über vollständige Induktion gilt an für alle n-Element n. Ja, überlegen wir nochmal, was wir gemacht haben. Wir haben zuerst mal gezeigt, die Voraussetzung gilt für 1. Dann haben wir angenommen, sie gilt für ein beliebiges n. Und gezeigt, dass er fürs nächste n gilt. Jetzt wissen wir, wenn sie für 1 gilt, muss er für 2 gelten. Wenn sie für 2 gilt, muss er für 3 gelten. Wenn sie für 3 gilt, muss er für 4 gelten. Und so weiter. Also gilt sie für alle. Ja, der formale Aufbau nochmal. Induktionsanfang. Induktionsvoraussetzung ist im Prinzip die Aufgabenstellung abschreiben, mit in diesen Satz hier eingebettet. Und der Induktionsschritt oder Schluss ist dann der eigentliche Arbeitsschritt. Und da habe ich, wie gesagt, wieder zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit bei einer Gleichung, eine Seite so lange umformen, bis die andere Seite erscheint. Oder, wie ich es hier eben gemacht habe, und ich mache das eben lieber, bei komplizierten Aufgaben habe ich da gute Erfahrungen mitgemacht, dass ich beide Seiten hinschreibe und dann zum Beispiel die minus 1 weghebe, dann n plus 1 Fakultät weghebe und dann irgendwann feststelle, dass das kümmerliche Restchen, was von der Gleichung überbleibt, das kann ich dann zusammenkehren und feststellen, dass beide Seiten gleich groß sind.